Wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Warum steht hier ein MacBook? Das ist Infobereitung für das nächste Video. Also ignoriert das einfach. Ich rede heute nochmal über Battlefield. Ich zocke ja Battlefield ziemlich gern. Und 2042 war ja nun für viele die große Enttäuschung gewesen. Heute möchte ich mit euch reden, warum. Aber bevor es losgeht, möchte ich einen Kollegen empfehlen. Den kennt ihr jetzt vielleicht von TikTok schon, aber hier auf YouTube hat er noch einen recht überschaubaren Kanal in der Größe. Aber eigentlich macht er echt ziemlich guten Content. Zumal er ziemlich authentisch ist. Ist halt nicht so ein Ich-grinse-im-Kreis-YouTuber bzw. TikToker. Also TikTok hat da schon eine echt große Community, hier auf YouTube auch noch nicht. Und deshalb verlinke ich euch seinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Und wenn ich einen Kanal empfehle, Freunde, dann macht er auch wirklich guten Content und bringt euch tatsächlich auch weiter. Mohamed Khan übrigens heißt er. Zurück zu Battlefield. Ich habe so eine Theorie, das heißt, ich habe eine Theorie, ich bin ja selbst Gamer und ich denke, ich kann schon sagen, warum Battlefield 2042 einfach so unbeliebt ist. Ich denke nicht, dass es die Bugs sind. Erstmal gibt es die ja wohl, was ich gelesen habe, vor allem auf der PC-Version. Ich habe selbst keine Konsole, also ich bin kein Konsolen-Gamer. Ja, Asche über mein Haupt, aber ich denke, Freunde, wir können es alle als Gamer identifizieren. Und was ich gehört habe, auf den Konsolen lief es wohl recht vernünftig. Okay, großes Cheat-Problem haben wir ja, so wie ich das bisher überblicke, auch nicht. Kleine Randnotiz, da soll es ein Anbieter von Cheats aufgegeben haben, für 2042 noch Cheats zu programmieren, weil die so instabil laufen. Also weil das Game halt so unzuverlässig ist. Abgesehen davon, dass die Spielerzahlen ja jetzt gerade extrem runtergehen und sogar unter der Spielerzahl von Battlefield 5 gefallen ist. Beziehungsweise sich dann sogar jetzt mit Battlefield 1, das ist so eigentlich schon ganz schön bitter, ja, weil ihr denkt, da liegt schon zwei Titel zurück. Ja, dass die Spielzahlen von Battlefield 2042 nun auf dem Niveau sind von Battlefield 1. Allerdings sind das nur die Steam-Zahlen, da fehlt so ein bisschen was. Aber da denke ich, Steam ist da schon sehr aussagekräftig. Warum spielen Leute eher Battlefield 5? Und warum sind die dann enttäuscht auch von Battlefield 2042? Wir dürfen nicht vergessen, um von einem Spiel enttäuscht zu sein, müssen wir mit einer Grunderwartungshaltung rangehen. Und die hat man natürlich vom vorherigen Titel. Und ich habe Battlefield 2042 seit Release gezockt, jetzt Battlefield 5 wieder. Wie viele andere auch. Und ich kann euch sagen, Freunde, bei Battlefield 5 geht ihr die Post ab. Man hat das ja so ein bisschen vergessen. Ich habe jetzt seit Release Battlefield 2042 gespielt. Das ist schon ein bisschen Zeit gewesen. Die Beta vorher nicht. Und ich kann nur sagen, da muss drauf erstmal wieder klarkommen. Der denkt mal wirklich, Battlefield 2042 ist für Senioren. Man läuft da ja erstmal gemütlich, ne? Zu den ersten Points, die man einnimmt. So, das dauert eine Weile. Also kein Lauer, es ist ja ein Marsch, muss man dazu sagen. Also, da muss man so richtig Zeit für nehmen, nicht wahr? Also ich habe so ein kleines Gewicht, das ist genau fair, ich passt auf die W-Taste und dann fahre ich erstmal einkaufen. Und wenn ich dann zurück bin, habe ich auch den ersten Point gecaptured. Also da habe ich inzwischen eigentlich ein ganz gutes Timing drauf, was das angeht. Also die entsprechenden Laufzeiten dann eigentlich auch für andere Sachen halt auszunutzen. Meist Auto waschen, mal wieder mit der Freundin weggehen, ja, sich mal wieder mit der Familie treffen, ja, das kann man alles machen, wenn man halt von A nach B läuft, wortwörtlich. Und dann spielt man Battlefield 5 und da kommt man erstmal gar nicht mehr drauf klar. Ja, überall rumst es die ganze Zeit. Und man wird über den Haufen geballert. Man ist gar nicht darauf vorbereitet. Man lässt sich gar nicht mehr aus. Aber ich weiß noch früher. Er hat irgendwo gespawnt und hat sich verklickt, ne? Ist auf ein Teammate gespawnt und der snipert gerade am anderen Ende der Karte. Also jetzt bei Battlefield 5. Und dann 150 Meter bis zum nächsten Punkt. Das hat mich schon geärgert, ja. 150 Meter? Bei Battlefield 2042, das ist ja praktisch schon mitten in der Action, wenn man nur noch 150 Meter laufen muss. Die Karten sind zu groß. Wir müssen ja auch mal überlegen, was waren die Erwartungshaltungen gewesen? 128 Spieler, 64 auf jeder Seite. Da hat man gedacht, es gibt mehr Action als bei Battlefield 5. Und noch mehr Action als bei Battlefield 1. Und was hat man? Das Gegenteil. Man läuft jede Menge und trifft kaum auf Gegner. Und also egal, ob man jetzt einen Sunny spielt beispielsweise, wo man das Bedürfnis hat, anderen zu helfen. Deshalb wird man ja Sunny. Macht man auch nicht. Ich habe manchmal irgendwie 5-6 Leute nur wiederbelebt, weil es mir einfach nicht gab. Ich hab keinen gesehen, da war niemand. Ich war alleine. Auf dem vollen Server, ja. Keiner wird mit mir spielen. Jeder war woanders. Die 64 Spieler pro Seite, die passen ja jeweils schon in ein Hochhaus. Und da hat man auch noch eine riesige Karte um das Hochhaus drumherum. Die Leute verlieren sich dann einfach. Und dann spielt man wieder Battlefield 5 und hat noch ständig einen vor der Flint. Das ist, was man eigentlich erwartet, wenn man einen 3D-Shooter spielt. Man will Leute über den Haufen schießen. Man will nicht laufen. Klar gibt es noch die Autos, aber da gibt es keine richtige Lösung. Entweder man hat zu viele Autos, ja, dann stressen die einen. Erstmal wird man ständig umgefahren, weil man ja kaum Deckung hat, ne, so auf den weiten Ebenen. Ja, oder umgeschossen, das geht ja alternativ auch. Oder man hat halt zu wenig Autos, die kann man ja ständig kornen. Ja, ständig halt nicht, ne, das steht dann halt nicht verfügbar, weil die maximale Anzahl halt da schon runtergecallt wurde. Und jeder düst dann halt alleine mit so einem Korn dagegen rum und dann kriegt man selbst aber keins mehr ab. Bei Battlefield 2042, wenn man da ins Spiel einsteigt, Freunde, das Wichtigste ist, dass man es schafft, in ein Auto einzusteigen. Die kommen ja von hinten, düsen an einem vorbei, ne? Alle Richtungen, ne? Die Ziele, um sie zu besetzen.
Da hofft man halt, dass man eins miterwischt. Gibt es natürlich welche, die machen sofort Neueinstieg und spawnen dann direkt bei den Punkten. Ja, das ist einfach mies, weil das kostet einen Punkt, den eigenen Team. Die meisten machen es auch glücklicherweise nicht, sonst gibt es das Wort Massensterben direkt am Spawnpunkt. Außerdem muss noch einer die Punkte capturen, wenn das keiner macht, dann spawnen sie alle auch wieder am Anfang. Und auch Battlefield 1 zum Beispiel. Also wir sind erstmal einig, den großen grafischen Fortschritt gab es nicht. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, was die Grafik angeht. Euch Battlefield 1, Battlefield 5 oder Battlefield 2042 circa. Für mich sind die grafisch alle ungefähr gleich. Ja, mein Rechner packt die eigentlich auch alle problemlos. Ja, von den ganzen Hardware-Bugs und so, will ich auch gar nicht anfangen. Dass die Spiele manchmal ruckeln, wo er sagt, ey, ich hab... Meine Hardware müssen das locker packen, es ruckelt trotzdem. Und dann hängt es häufig an einer Einstellung in den Grafik-Settings und plötzlich läuft das Spiel ganz normal. Aber ja, lassen wir das jetzt mal weg. Die Spiele sind ja irgendwann dann zurechtgepatcht. Es stellt sich natürlich die Frage, kommen wir Battlefield 2042 noch zurechtpatchen? Und ich muss sagen, mir fällt gerade nichts ein, wie man das Spiel besser machen kann als Battlefield 5. Warum soll ich 2042 zocken? Weil die Karten größer sind, das ist ja ein Nachteil. Es gibt mir Player, ja toll, aber die sehe ich nicht, die finde ich auch nicht. Also weder die Icon, um sie wieder zu beleben, noch die Gegner, die ich ja irgendwie über den Haufen schießen möchte. Das ist der Sinn und Zweck des Spiels. Da spiele ich doch Battlefield 5. Das ist wie Aram bei League of Legends. Ohne, dass natürlich der strategische oder taktische Teil da irgendwie drunter leidet, weil da haben wir bei 2042 ja auch nicht mehr von. Ist ja nicht so, dass man sagt, ja, aber dafür ist es taktisch so deep. Nee, ganz im Gegenteil. Man kann sich ja kaum noch verschanzen, man läuft weitere Strecken, ohne dass es irgendeinen Vorteil bringt. Na ja gut, man wird Ziel von Scharfschützen und von Kampfhubschraubern. Das ist auch so ein Punkt. Die haben auf der einen Seite neue Autos reingebracht. Wie gesagt, klar, braucht man ja, um mobil irgendwie zu sein, um die ganzen Strecken zu überwinden. Auf der anderen Seite gibt es aber einfach zu viele Fahrzeuge in 2042. Und das wird durch die 128 Spieler auch nicht ausgeglichen. Man wird ständig über den Haufen gekarrt. Diese Boards, die nerven extrem ab. Die verschanzen sich irgendwo und holzen dann aus 50 Kilometer Reichweite. Einen über den Haufen. Ja, und die Kampfhubschrauber will ich erst gar nicht anfangen. Ich war letztes Mal, war ich in der Kampfhubschrauber und der Pilot war richtig gut gewesen. Ich saß nur an der Minigun, ich hatte nicht viel zu tun. Außer Point and Shoot halt. Und zum Schluss hatte ich halt irgendwie 95 Assists. Das war so sinnlos. Das war halt ein guter Pilot gewesen. Und das war völlig sinnlos. Ich hatte keine Chance. So unten wie Ameisen, da haben wir die Frags einfach nur noch geerntet. Und das fand ich irgendwie nicht ausgeglichen. Bei Battlefield 1, da gab es immer so einen kleinen Endboss, ne? Da Behemoth oder wie das hier hieß, so ein großer Tank oder ein Luftschiff. Das war cool, so ausgeglichen. Das schwächere Team hat den bekommen, um halt nochmal das Spiel zu reißen. Ist auch manchmal tatsächlich auch vorgekommen. Und es war irgendwie geil, es ist wie so ein Mini-Endboss. Aber Battlefield 2042, es ist nervig. Diese Boards sind nervig und die ganzen Kampfhubschrauber sind nervig. Und am schlimmsten ist ja, wenn die in Kombination auftreten. Da weiß man nicht, nehme ich jetzt halt Flugabwehr oder nehme ich jetzt halt einen kleinen Pack, also diese Raketenwerfer, diese M5. Rückstoßfreies Gedöns. Während aber bei Battlefield 1 und auch bei Battlefield 5, das mit den Fahrzeugen und die Fußsoldaten, das ist viel ausgeglichener. Diese Bomber sind schwer zu fliegen, können nicht in der Luft stehen und mit 50 Miniguns alles wegrotzen oder mit den ganzen Raketensalven, sind ja auch jetzt viel krasser bewaffnet als vorher. Da gibt es so die Luftkämpfe, man guckt sich das so an von unten und denkt so, oh, die haben hier einen Spaß da oben und man geht dann halt weiter, ne? Und sprengt sich halt dann durch die Gegnermassen. Das ist auch vollkommen okay. Und Freunde, was ich da immer wieder beleben kann als Sunny, also ich spiele ja wirklich nur Sunny. Das ist auch was ganz anderes. Man hat weniger Player, aber man hat da wirklich was zu tun. Da kann man auch mal 3-4 Leute auf einmal wieder hochhelfen. Da verteile ich Spritzen wie ein Drogendealer. Mit Battlefield 2042, da sieht man irgendwann mal einen und überlegt dann, oh ey, ob ich da jetzt wirklich zu denen hinwandern möchte, um wieder zu helfen. Es gibt aber tatsächlich auch etwas, was für 2042 spricht. Freunde, ich weiß, das passt jetzt thematisch nicht zur Überschrift, aber ja, Battlefield 5 macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, weil es schlichtweg viel mehr Action gibt. Und von Gameplay her, das Spiel ist einfach rund. Aber es ist imbalanced wie Sau und das nervt manchmal tierisch. Es nervt auf beiden Seiten. Entweder ich komme ins Spiel rein, alle Punkte sind vom Gegner erobert. Ja, man rusht dann halt ne, den A, wo sich dann schon der Gegner verschanzt hat. Bei 2042 zum Beispiel, da geht das nicht. Die Karten sind nicht so krass linear. Und sie sind natürlich auch viel, viel größer, als dass man tatsächlich auch mit 64 Spielern alle Punkte so einfach halten könnte. Bei Battlefield 5 geht das aber und das ist manchmal extrem nervig. Der Gegner hat alle Punkte besetzt, dann spawnt man mit seinen Kollegen halt an den einen Spawnpunkt und der wird natürlich dann bereits vom Gegner belagert mit Tanks und mit Scharfschützen, jede Menge Scharfschützen, ja, und ein paar eingegrabenen schweren Maschinengewehren. Ja, und dann ist das für die natürlich nur noch so Tontauben schießen und man selbst rennt dann einfach nur noch ins Feuer. Das ist dann natürlich von der Karte abhängig, ja, aber zum Beispiel, ich glaube Berlin ist das, die Karte ist so selten balanced, Freunde. Die ist so selten balanced. In den ersten Minuten entscheidet sich eigentlich schon, welches Team die Oberhand hat und dann wird das andere nur noch weggerusht, weil es auch nur 3 Punkte gibt auf der Map. Manchmal ist man halt auch im Gewinnerteam, so, das kommt ja auch vor. Gerade als Sunny, Freunde, es ist natürlich langweilig, die Leute sterben ja kaum, haben nicht viel zu tun. Dann rennt man rum, versucht einen Gegner mal noch abzubekommen, ne, die Gegner, die
verlassen ja auch das Team dann schon häufig. Und hat man so ein Kräfteverhältnis. Im eigenen Team sind 32 Leute, im gegnerischen Team nur noch 20. Das gegnerische Team ist ja schon das Schlechtere. Ja, und das ist dann mies. Also dann warte ich dann meistens, dass das Spiel zu Ende ist. Oder ich verlasse das Spiel dann auch auf der Gewinnerseite schon rechtzeitig, weil ich mich ja nur noch langweile. Was soll denn das, die dann zu verprügeln? Aber es ist ja nicht nur das. Man guckt so ins Scoreboard. Und da sieht man so, ja, die Top 10 im gegnerischen Team, ne, sind dann so dominiert so von Level 500 Spielern und beim eigenen Team ist dann in der Top 10 bei Level 100 ist dann Schluss. Und ich denke, really? Warum gibt es da nicht ein Auto-Balancing? Warum landen überhaupt so viele starke Spieler in einem Team und in anderen nicht? Dann muss es doch ein Auto-Balancing, dafür gibt es doch Matchmaking. Ja, dass die Teams ausbalanciert sind. Das ist aber in Battlefield 5 so oft der Fall, dass es eben nicht so ist. In irgendeinem Random Game, was mache ich immer? Oh, das nervt mich. Jan hat mal geschrieben, Balancefield. Und das ist bei 2042 längst nicht so krass. Die Spiele sind viel häufiger, viel ausgeglichener. Man verliert dann halt auch. Man verliert aber nicht 900-0, sondern halt in einem wirklich in einem imbalanced Spiel verliert man dann halt mal 400-0. Also wenn wir jetzt beide mit 1000 Punkten starten, dass das eine Team halt 0 hat und das andere hat noch 400 übrig. Aber bei Balancefield 5 habe ich so oft Games, die einfach mal unglaublich schlecht ausbalanciert sind. Im gegnerischen Team sind massenhaft Top-Player und im eigenen Team eben nicht. Das sind einfach nur Noobs und die werden natürlich verprügelt. Damals bei Counter-Strike, noch vor Go, ja, es sagt ja auch so vieles aus. Da gab es dann einfach mal ein Auto-Balancing. Zack, du warst gerade noch Counter-Terrorist, plötzlich bist du Terrorist, einfach um die Teams auszugleichen. Sehr gut. Und das kann man mit der Anzahl der Spieler machen. Und das kann man aber auch mit den verschiedenen Spielerleveln machen, dass das halt jeweils immer neu abgemixt wird. Ja, und da müssen dann halt ganze Teams immer ausgetauscht werden, dass dann halt die Premates nicht auf unterschiedlicher Seite plötzlich spielen. Nimmt man halt ein ganzes Trupp, zack, rüber oder wechselt es halt aus. Fertig. Es gibt ja auch Trupps nur mit 1, 2, 3 Soldaten etc. Kann man flexibel sein, könnte da ist ein Punkt, machen sie allerdings nicht. Und es ist völlig Zufall, ob man jetzt ein ausgeglichenes Spiel kommt oder nicht. Bei Battlefield 2042 sind die Spiele häufig ausgeglichener. Und das ist ein bisschen entspannter, als wenn man schon wieder nur auf die Fresse kriegt. Oder schon wieder nur mitläuft und eigentlich nichts zu tun hat. Alle Punkte sind erobert. Ja, und dann campt man halt mit den anderen halt den Spawnpunkt. Wow. Ist halt für die natürlich dann super frustrierend. Wie gesagt, dann verlassen viele. Oh ja, und das Cheaten ist natürlich... Ich will nicht sagen, es ist kein massives Problem. Ich will es nicht übertreiben. Häufig kriegt man es natürlich auch nicht mit. Cheatet jetzt einer oder nicht. Man hat manchmal einen Spieler mit einem sehr geringen Level. Das ist Level 20 oder sowas. Und hat dann aber, ist dann halt sehr extrem gut in der Statistik. Wo ich auch nicht weiß, da kenne ich mich nicht genug aus, inwiefern man seinen Account halt zurücksetzen kann. Oder vielleicht kaufen die das Spiel neu, sodass die sozusagen mit Level 0 anfangen. Was natürlich super mies ist, wenn ich ein guter Spieler bin, dann möchte ich auch entsprechend halt gematcht werden. Aber manche brauchen das. Ja, Cheater natürlich auch. Hatte ich letzte Woche. Ja, der hatte ganz normal Aimbot eben an. Freunde, ich verstehe Cheater bis heute nicht. Ich meine, man rennt durch die Karte, man hält W gedrückt und die linke Maustaste. Ich frage mich, wo da der Anspruch ist. Und da geilen die sich wirklich daran auf, dass sie am Ende dann 150 Kills haben. Das ist gerade Aimbot so. Ja, bei Battlefield 1 hatte ich häufig so die Kombination Aimbot und unsichtbar. Da sieht man nur noch die Waffe durch die Gegend laufen. Oder nur unsichtbar hatte ich auch schon gehabt, für die, die halt Spaß haben wollen. Aber gerade mit den Aimbot, also es gibt ja wirklich da Aimbots, da schießen die halt über die gesamte Karte. Und da müssen die wirklich nur noch gedrückt halten und rennen halt und halten gedrückt. Ja, ich weiß, da werden viele Kinder dabei sein, aber wenn man kein Skill hat, was will man dann bitte in so einem Game? Jeder erkennt doch eh sofort, dass man ein Cheater ist und machen sich über einen lustig. Gerade bei Battlefield 1, da war das, fand ich, noch ein krasses Problem als bei Battlefield 5. Und dann kam es da häufig vor, okay, hat sich gezeigt, dass ein Cheater, und dann haben sofort die Leute das Spiel verlassen. Ja, logisch, wer will mit dem Cheater zusammenspielen? Im eigenen Team ist es Schwachsinn, weil alle laufen den Cheater hinterher. Ne, der ist ja immer ganz vorne dabei, stirbt ja nie. Ja, und man kriegt ja selber nichts ab, der braucht ja bloß gedrückt zu halten, macht nur Headshots. Ich hätte einmal mit einem Sniper gehabt, der hat sogar die Flugzeuge abgeknallt, bei Battlefield 1. Das war total sinnlos gewesen. Ja, bei Battlefield 5, ja, es kommt, wie gesagt, nicht so oft vor, aber zumindest habe ich bei Battlefield 2042 noch nicht festgestellt, dass es da einen Cheater gibt. Muss man so sagen, wie es ist. Im Moment spricht es irgendwo noch für Battlefield 2042, weil da ist mir die Cheaterei nie aufgefallen. Erst recht nicht, dass da einer mit einem Aimbot, der durch die Gegnermassen einfach durchmarschiert ist. Also... Es wird viel geschimpft, so auf Battlefield 2042, aber ich finde, es ist am Ende, es ist kein schlechtes Game. Es ist kein schlechtes Game, ich werde es auch auf jeden Fall wieder zocken, weil, ja, klar, Battlefield 5 ist wirklich im Gegensatz zu 2042 die Action pur, aber es sind unterschiedliche Spiele. Es ist halt, das eine ist halt die größeren Maps, man hat auch Action, so ist es ja nicht, und das sind die ganzen, mit den ganzen Fahrzeugen, das kann ja auch Spaß machen, die auch vom Himmel zu holen. Man ist als Medic ja auch viel flexibler, weil man halt einfach mal alle Waffen auswählen kann. Bei Battlefield 5 ist es total nervig, gegen Panzer ist man fast machtlos. Man hat bloß solche blöden zwei Haftminen.
wo man auf 2 Zentimeter an den Panzer ran muss. Da lässt sich das natürlich nicht gefallen, ist ja klar, hat er keinen Bock drauf, damit man dann am Ende aber 28 Schaden macht. Ja, man muss genauso nah ran wie der Typ mit der Stoßmine, ihr wisst schon, mit dem Besen. Aber macht 28 Schaden, wenn er das Teil dann komplett zerlegt, oder C4 oder so. Und als Medic hat man einen Haftmin. Und wenn der Panzer diesen Zimmerit-Anstrich hat, gibt's ja ab und zu mal, dann haften die Dinger auch nicht. Das heißt, man kann nicht mal seine lächerlichen 28 Schaden machen. Ja, und bei Battlefield 2042 kann man halt selbst den M5 nehmen und die einfach abknallen. Ne? Das ist natürlich schon nicht schlecht. Oder halt die Flugabwehr. Ja, man kann auch alle Kniften nehmen zum Beispiel. Ja, das finde ich besser, dass man bei Battlefield 5 so eingeschränkt ist, weil es ja fast ausschließlich Maschinenpistolen. Manchmal will man auch ein bisschen mehr Abwechslung haben. Also diese Flexibilität finde ich auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, wenn die Spezialisten, dass sie so Fähigkeit haben, fand ich auch echt eine gute Idee. Das mit den Aufsätzen, ich habe überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ganz ehrlich. Da fand ich das vorherige, dieses Level-System besser. Wobei auch hier, das ist aber Kritik an beide Spiele, ja. Dass man sich das alles so freischalten muss, ja, super Idee. Also wenn der Noob einsteigt, ein Anfänger, der noch keinen Skill hat, ja, dass der dann über Kimme und Korn ziehen muss und null Ausrüstung hat, null Auswahl, sich die Waffe anzupassen. Und gerade bei Battlefield nimmt man die 2A zum Beispiel. Wisst ihr, die schießt bababab, ja, die schießt überall hin, bloß nicht da, wo sie soll. Da muss man die sich dann erstmal hochleveln. Und das macht auch Sinn, nicht wahr? Dass die schon lange dabei sind, ne, die richtig gutes Aim haben und den Skill, dass die Auswahl zwischen den ganzen hochgelevelten Waffen haben und die keinen Skill haben und neu anfangen, die haben nur eine Auswahl zwischen irgendwelchen Spielzeugkniften, die sonst nicht wohin schießen. Da kannst du nicht mal einen Scheunentor mittreffen. Das heißt, man muss sich erstmal ewig lang frustrieren und hochleveln, eben gerade wenn man Anfänger ist und keine großen Erfahrungen mit Shootern hat, darf man sich erstmal frustrierend dutzende Mal, wenn nicht hunderte Mal umnieten lassen, bis man dann irgendwann endlich mal seine Waffe hochgelevelt hat und die so konfigurieren kann, dass sie den eigenen Spielbedürfnissen entspricht und man dann entweder Schaden macht oder was trifft oder möglichst beides in Kombination. Aber wie gesagt, das ist eine Kritik an beide Spiele. Finde ich irgendwie Blödsinn. Ich verstehe es schon, dass die Leute jetzt zu Battlefield 5 zurückgehen. Ich verstehe es schon, dass die von Battlefield 2042 enttäuscht sind. Ich denke mal, viele haben genauso wie ich erwartet, dass es jetzt mehr Action gibt, nicht weniger. Aber Battlefield 2042 ist kein schlechtes Game und ich denke, ich werde es auf jeden Fall auch wieder zocken. Spaß macht es ja irgendwo dann trotzdem, auch wenn es nicht das ist, was man erwartet hat. So viel Quatsch, wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten. Ciao.